das war das Ende, oder? Wahrscheinlich. Gut. Wäre schön, euch mal wieder zu hören. Ciao. Wäre schön, wenn die uns wieder hören, oder? Ach so, ja. Das schneide ich raus. Ciao. Ich mag es, dass der Film in der Kategorie Literaturverfilmung steht. Großartig. Ich habe auf X-Hamster-Filme gesehen. Ist ja auch egal. Und deshalb, Kinder, lasst die Finger von Lösungsmitteln. Lösungsmittel sind keine Lösung. Hahaha. Wenn ich den Ton anmache, höre ich dich sogar. Lass es. Oh Gott, lass es. Ach. Du machst schöne Geräusche. Andere als sonst, aber schön. Oh ja. Na, was geht ab? Aber ich würde Geräusche machen, ne? Ja. Sportsfreund Flo. Was macht die Kunst? Und selber? Bist du wieder fit? Ja, halbwegs. Gut. Fit genug für diesen Quatsch? Ja, halbwegs. Ich weiß, was du meinst. Ich entschuldige mich im Voraus übrigens für komische Knarzgeräusche. Ach, deine Frau ist da. Nein, meine Couch. Das andere, wo ich gerne... Ist egal. Super. Ich habe doch heute mal umgeräumt und bin in meinem gläsernen Studio. Oh. Ja, nicht alle können so vornehm sein. Ich habe hier nur meinen einen Studioraum. Ich nenne ihn Schlafzimmer. Wo ich alles aufnehme. Mehr braucht man für die ganzen Groupies auch nicht. Ja. Es ist sehr einsam hier. Du machst tolle Geräusche. Ja. Ich finde es ein bisschen absonderlich, dass man sie immer noch hört, aber okay. Weil über den Monitor kommen sie nicht mit. Aber gut. Ich könnte vielleicht ein bisschen an diesem Ständer drehen. So. Hallo, Flo. Drehen wieder in die andere Richtung, das tut weh. Jetzt grad nicht. Hui. Du hast gepumpt. Das war... durch den am Ständer drehen. Ja. Oder ich wollte die Flasche aufmachen, eins von beiden. Wie ist es dir denn so ergangen seit unserer letzten Aufnahme? Schnupsi-Pups. Wann war unsere letzte Aufnahme? Juni 83. Seitdem habe ich ein sprechendes Auto gefahren und die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht und wurde von einem SpongeBob geritten. Der Zeichner von SpongeBob ist tot. Habe ich auch gelesen, ja. Traurig. Ja. Mehr habe ich eigentlich nicht gemacht in den letzten Jahren. Und du? Ich habe nach Freiheit geguckt, während du die Berliner Mauer eingerissen hast. Da bin ich am Strand rumgelaufen in einer roten Badehose. Ich weiß, ich habe die Aufnahmen gesehen. Mhm. Mit den hüpfenden Brüsten, das waren leider meine. Was heißt hier leider? Na, die anderen Leute am Strand haben sich beschwert. Ja, das sind ja auch alles Kostverächter. Ich probiere mal kurz, warte, wenn ich gleich weg bin, melde ich mich wieder. Okay. Flo? Ja, was? Ja. Ich bin da. Ich höre dich. Ich habe nur gerade gedacht, ob ich diese sehr professionelle stille Pause mit Geräuschen irgendwie überbrücken soll, aber dann dachte ich...
Bist du jetzt weg? Ach, du hast Push-to-Talk eingestellt. Ja, aber mein Push will nicht, wie ich will. Tja. Warum gibt's denn bitteschön keinen... Doch, das gibt es. Nee, gibt es nicht. Doch. Ich möchte gerne so ein Handfunkgerät haben, was aber direkt in mein Interface reingeht. Mit so einem Nüpsi, mit so einem Knöpfchen dran, dass ich Push-to-Talk wie beim Funkgerät. Aber. Das heißt, was? Ich glaube, er hat es kaputt gemacht. Hallo. Hallo. Ich habe mein Knöpfchen nicht gefunden. Ja, das ist auch versteckt. Dafür sind deine Geräusche immer noch da. Das wird eine geile Folge. Ich höre dir nur zu, ich werde nichts dazu sagen. Haha. Hatschi. Nee, das mit dem Push-to-Talk, das wird nie mein Favorite werden. Nee. Das ist bei anderen Formaten funktioniert das gut. Aber hier ist das irgendwie... Wir reden ja eh so wenig. Und ich vergesse es dann zu drücken, wenn ich dich unterbrechen will. Und dann rede ich wieder nur mit mir selbst. Und das ist alles wie immer. Ach. Haben wir denn überhaupt was zu reden? Ich dachte, wir wären beide professionell nicht vorbereitet. Ach ja, ich habe mich ganz professionell nicht vorbereitet. Ich habe ganz viele Dingsbums-Tabs auf. Mit lauter Sachen, auf die ich mich nicht vorbereitet habe, sehr über die gut. Wir reden könnten. Yay, Themen. Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Du darfst dir was aussuchen, womit sollen wir denn anfangen? Natürlich weißt du nicht, weil ich offen habe, aber sag mal. Irgendwas mit... Spaß, Spannung und Schokolade? Okay, dann brauche ich mehr Themen. Ich habe gestern angefangen, eine Zeichentrickserie zu gucken. Oh, welche? The Groovy Ghoulies aus dem Jahr 1970. Das habe ich noch nie gehört. Ich bis vor kurzem auch nicht. Kennst du Archie Comics? Ja. Ja, da gibt es ja auch momentan diese Riverdale-Serie, die ziemlich gut ist. Oder auch Sabrina, the Teenage Witch. Aha. Und die hatten in den 70er Jahren oder Ende der 60er Jahre auch Zeichentrickserien. Okay. Von Filmation, das sind die, die He-Man und so weiter gemacht haben. Aha. Und als Spin-off von Sabrina gab es dann diese Groovy Ghoulies. Es gibt übrigens auch eine Pop-Punk-Band mit diesem Namen. Die hat damit nichts zu tun. Oh. Obwohl viel gesungen wird. Ich habe gestern so diese erste Folge geguckt und habe geweint, weil er so schlecht ist. Also die Figuren sind so Dracula-Figuren, Frankenstein, ein Werwolf, der so als 70er-Jahre-Beatnik auf dem Skateboard rumrollt. Okay. Und so Hippie-Slang hat. Das kommt mir bekannt vor. Ich meine, ich habe mal Screenshots davon gesehen. Das ist möglich. Und halt so diverse Figuren. Es gibt eine Mumie, die taucht zum ersten Mal auf, als die anderen Figuren ein Theaterstück aufführen. Und die Mumie sagt sowas wie, wenn das so schlecht ist, wie ich denke, dann I want my mummy back. Genau mein Humor. Und da habe ich zum ersten Mal geweint. Also es ist echt
so diverse komische Kobolde und Hexen und alle möglichen Figuren tauchen da auf. Ja. Und es ist wirklich sehr, sehr schlechter Humor. Es könnte dir echt gefallen. Und es wird halt immer wieder gesungen von verschiedenen Gruppen, in Anführungszeichen. Also diese Hauptfiguren und dann eine komplett weibliche Band. Okay. Eine Skelettband, Geisterband. Gott, oh Gott, oh Gott. Und eine, die aus animierten Grabsteinen besteht. Es ist, ja. Also ich werde es weiter gucken. Ja. Mal sehen, was dabei rauskommt. Okay. Und diese Archie-Show, auf der alles basiert, die kennst du zumindest über Umwege. Ja. Weil da wurde nämlich auch gesungen. Und du kennst bestimmt das Lied Sugar Sugar. Oh Honey Honey? Genau das. Das war auf 1990 auf Platz 1 der Billboard-Charts und ist aus dieser Zeichentrickserie. Witzig. Ja. Die haben das so gemacht wie in dieser Monkeys-Serie, wo dann stopp, halt... Stopp, jetzt muss ich ganz kurz was gucken. Ich erzähl trotzdem weiter. Ja, ja, klar. Diese Monkeys-Serie, wo sie halt auch die Rock, also diese Musiker gecastet haben und in jeder Folge dann halt auch irgendwelche Songs hatten und so, die Monkeys kennt man ja. Du machst tolle Geräusche. Weil ich eins kann. Geräusche. Okay. Ich musste nur kurz verifizieren, The Archies ist wirklich die Gruppe. Ja, ja. Also, okay, ja. Ich wusste, dass die Monkeys quasi so komplett eingecastet wurden und ja, hier war es genauso, nur dass das halt Zeichentrick dann auch noch war und noch nicht mal reale Personen. Ja gut, aber es gab ja auch echte Musiker, die dazu ja, ja, klar. Dazu gehörten. Und die haben tatsächlich ein paar erfolgreiche Alben gehabt, da 69, 70 und so weiter. Also. Du hast 69 gesagt. Und zu den Monkeys gibt es ja immer das Gerücht, weil die auch gecastet waren, dass Charles Manson da mitmachen wollte. Aber ich habe das mal gecheckt. Es stimmt nicht. Als die Castings 1965 waren, saß er nämlich im Knast. Ah. Und er wäre damals mit 30 auch ein bisschen zu alt gewesen. Ja, ja. Die haben Leute zwischen 17 und 21 gesucht. Ja, okay. Da hätte man beinahe zwei ersetzen können durch einen Manson. Genau. Aber es ist interessant, wie doch alles zusammenhängt, oder? Natürlich. Soll ich dir mal erzählen, wie alles mit Charles Manson und Rosemary's Baby zusammenhängt? Oh ja, hattest du das nicht schon? Ja, aber nicht auf Sendung. Ah, okay. Also ich glaube, ich muss nicht erklären, wer Charles Manson ist. Er ist ja jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit gestorben. Was? Ja. Nee, ernsthaft? Doch, oder? Er riecht jetzt. Ich dachte... Er war lange im Gefängnis. Ja, ja, schon. Und ist da dann auch 19. November 2017, also knapp über ein Jahr. Das habe ich irgendwie nicht mitbekommen, also nicht bewusst mitbekommen. Oh. Warte, ich muss kurz noch einen Pinguin ins Feuer schubsen, dann bin ich wieder da. Okay. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Also Manson saß für 48 Jahre im Gefängnis. Damals. Man kennt ja die berühmten Fotos von ihm. Dieser verbitterte alte Mann mit dem eingekratzten Hakenkreuz zwischen den Augen. Also ein ganz sympathischer Typ. Hallo, ich rede gerade von dir. Hi, na? Oder von Manson, einer von beiden. Ich wechsle euch immer.
Das ist ganz einfach. Ich habe die Windpockennarben zwischen den Augen, Charles Manson hat das Hakenkreuz zwischen den Augen. Siehst du, das verwechsel ich immer. So, dann mach jetzt deinen Geist frei. Ich werde jetzt die Verbindungen aufmachen. Okay. Also du kennst ja Rosemary's Baby, den Film von Roman Polanski von 1968. Ja. Ja? Wirklich? Nö. Also ich weiß, dass es den Film gibt und ich weiß, dass Roland Remford existiert. Der Roland Remford, der macht gerade eine Tour mit Methodisch Inkorrekt. Es geht da um eine Frau, die halt das Kind des Teufels austragen soll. Mhm. Also ganz klassisch dieser Okkulthorror, der damals der In war. Ja, ja. Ja, der Film wurde von Roman Polanski gemacht. Über den könnte man ja auch noch einiges erzählen. Das lassen wir mal. Da kommen wir eine extra Folge zu machen. Ja, Polanskis Ehefrau Sharon Tate war eins der Opfer des Manson-Kults. Erste Verbindung. Du machst tolle Geräusche. Danke. Der Film wurde gedreht im Dakota Hotel. Im verfluchten Dakota Hotel. Das ist verflucht, Dakota Hotel. Ja, wo John Lennon erschossen wurde. John Lennon, jeder kennt ihn, hat den Song Helter Skelter geschrieben für die Beatles. Und Helter Skelter war der Schlachtruf des Manson-Kultes für einen Rassenkrieg. Wieder eine Verbindung. Es wurde auch an den Tatort des Sharon Tate-Mordes mit Blut an die Wand geschrieben. Dann in dem Film wird der Teufel von Anton LaVey gespielt. Nein. Doch. Der Anführer der Church of Satan. Und eine seiner Angestellten als Tänzerin war Susan Atkins, die zu dem Manson-Kult gehörte. Aber ich würde komische Geräusche machen. Wer kommt denn jetzt? Mir auch egal. Manson. Hauptdarstellerin in dem Film war Mia Farrow, die wiederum auch eine gute Freundin von John Lennon war. Und deren Ehemann Frank Sinatra war. Die haben sich scheiden lassen, weil sie sich geweigert hat, auf diesem verfluchten Film auszusteigen. Und Sinatra war ja ein guter Freund mit Sammy Davis Jr. Die waren ja im Red Pack zusammen. Und Sammy Davis Jr. Ist Mitglied der Church of Satan. Ja. Was für ein inzestiöser Verein. John Cassavetes spielt Mia Farrows Ehemann in dem Film. Der hat auch in dem 1967er Film Devil's Angels mitgespielt, der nahe der Manson Ranch gedreht wurde. Ja. Ach. Dann gibt es Kenneth Anger, der Autor von Hollywood Babylon. Das ist ein Buch, das ich schon mal erwähnt habe, in dem es um diese Skandale und Morde im frühen Hollywood geht. Wenn du es noch einmal erwähnst, kaufe ich es mir. Das ist gut. Das gibt es aber auch wirklich nur irgendwo gebraucht. Der hat übrigens einen Film beim Filmregie geführt, der Lucifer Rising hieß. Uh-huh. In der Hauptrolle ein junger Charles Manson. Aha. Ja. Und er war mit jemandem zusammen, Bobby Pusoy, der ebenfalls ein Mitglied des Manson-Kults war. Also, alle Wege führen irgendwie in Hollywood zu Charles Manson. Es ist, scheinbar. Es ist echt merkwürdig. Ja gut, früher war es Manson, heute ist es Scientology. Naja, Kult ist Kult. Stimmt. Na.
So. Alles hängt zusammen. Also das war es, was zusammenhängt. Das habe ich nur unzusammenhängendes. Scheiße, jetzt habe ich... Weißt du? Ja, weiß ich. Ein Thema habe ich. Oh, schön. Und das habe ich vergessen. Hat es was mit Menschen zu tun? Nee, ich muss kurz... ich tippe jetzt ein bisschen. Wenn du noch so ein 2-Minuten-Thema hast. Nein, aber ich habe doch mal erzählt von den schlechten Sexwitzen aus dem Die kleinen grünen Männchen-Magazin. Ja. Ich suche mir mal einen raus. Ja. Die Grünen sind unserer Zeit immer weit voraus. Schon vor Jahren haben sie die Pille für den Mann erfunden. Jetzt wurde die erste große Testserie abgeschlossen. Mit großartigem Erfolg. Man hat die Pille an 2000 Männern getestet und keiner von ihnen bekam ein Kind. Ja. Die sind alle so schlecht. Aha, aha. Ein grünes Männchen sucht eine Wohnung. Was soll denn diese Wohnung kosten? Erkundigt es sich. 12 Mark pro Quadratmeter. Gut, ich nehme 8. Das ist schlimm. Ja. Ich habe mein Thema gefunden. Oh, das ist schön. Da muss ich nicht noch schnell weiter schlechte Witze vorlesen. oh doch, aber erst später. Ich habe wieder Musik gehört. Oh. Und ja, ich habe ja keine Filmthemen. Ich habe ja, wenn, dann Musikthemen. Und bin auf ein Video der Band Mastodon gestoßen. Ist das nicht dieses soziale Netzwerk? Ja, genau. Die das Lied Deathbound gemacht haben. In 2011. Ja. Und dieses Video ist quasi mit nachgemachten Fraggles gemacht. Oh! Und auch diese komischen Bauarbeiterviecher, die bei den Fraggles im Untergrund rumwuseln, sind auch mit dabei und ich glaube auch ein paar Muppets gesehen zu haben. und sie alle explodieren oder bringen sich um oder erschlagen sich. Ich hab's gerade mal gesucht. Gibt's auf YouTube? Ja. Beim offiziellen Mastodon-Kanal. Siehst schon. Dein Bauch klingt echt komisch. Ja. Deswegen, oh ja. Deswegen passt es wunderbar in unserem Podcast. Ja, dachte ich, ja, habe ich sofort an dich denken müssen bei explodierenden Handpuppen. Oh je, sie verprügeln sich mit Knüppeln. Ja. Genau, das sind diese Bauarbeiter. Und der eine, oh, das ist ja wie, wie der Staplerfahrer Klaus. Nur brutaler. Ja. Ich würde ja sagen, das packen wir in die Shownotes, aber wir denken eh nicht dran. Sucht es selber. Mastodon Deathbound. Ich kann es ja auf unseren Twitter-Account schubsen. Ja, schubst es mal. Das ist wundervoll. Da wurde gerade ein Muppet mit einem Dreizack aufgespießt und wird jetzt gefressen. Ich wünsche mir jetzt irgendwie ein Muppets Godzilla-Movie. Kermit versus Godzilla. Irgendwann singen beide It's Not Easy Being Green. Ich war gedanklich irgendwann bei einem King Kong versus Miss Piggy, aber das gibt so ein FSK 18 Ding. Oh, jetzt kommen auch noch UFOs. Ich glaube, so lange habe ich es nicht durchgehalten. Jetzt frisst hier gerade einer den Schnäuzer eines Menschen-Muppets und ein Killerroboter ist aufgetaucht. Ah, der Killerroboter. Der hat jetzt eine Ente abgeschossen. Ah, wundervoll. Ja.
Dein Muppet erschlägt einen anderen mit einem Riesenstein. Jetzt kommt der Zug und fährt lauter kleine Flauscheknäule-Dinger um. Ja. Und bumm, die Züge stoßen zusammen. Oh, jetzt wird ein Muppet noch in eine Kanone gestopft. Ja gut, das... Ah, und da ist Kermit. Da war Kermit. Ach, wundervoll. Ach. Mhm. Ein Männchen sieht am FKK-Strand eine Frau und sagt: Verzeihung, wieso haben Sie auf dem Kopf ganz graue Haare, aber unten nicht? Antwortet die Frau: Unten habe ich auch nie Sorgen gehabt. Das tut manchmal schon ein bisschen weh. Ja. Und das nicht auf die gute Art. Ja. Ich habe dir wieder einen Comicstrip mitgebracht. Wuhu, Strip für mich. Na, diesmal ist er in einem Alter, in dem du ihn vielleicht nicht unbedingt nackt sehen willst. Zu jung oder zu alt? Er ist am 24. November, hat er Geburtstag und ist 100 Jahre geworden. Ja. Okay. Ich weiß ja nicht, wie deine Vorlieben sind. Es handelt sich um Gasoline Alley, also die Benzinstraße. Habe ich das nicht schon mal irgendwo gehört? Es gibt verschiedene Sachen mit dem Namen. Und es ist tatsächlich 1918 gestartet, so als, ja, damals ganz neue Autos. Ui. Mhm, das war natürlich auch damals ein Nischenthema. Mhm. Deswegen haben sie dann irgendwann gedacht, wir müssen was machen, damit mehr Leute hier so Zugang finden. Und deswegen hatte die Hauptfigur 1921 dann ein Baby auf dem vor der Tür gefunden. Wie man es damals halt gemacht hat. Mhm. Er war halt Junggeselle und irgendwie musste ja ein Kind her. Das Kind hat dann den schönen Namen Skisix bekommen. Und das Interessante ist, dieser Strip läuft in Echtzeit oder zumindest ziemlich lange. Das heißt, die Figuren sind wirklich gealtert. Das heißt, Skisix war dann in den 40ern alt genug, um in den Krieg zu ziehen. Mhm. Ja, und irgendwann in den, ich glaube in den 60er, 70er Jahren, da haben dann die Zeichner und Autoren gewechselt. Und da hat dann jemand entschieden, ach nein, wir lassen das mit diesem Altern. Wir machen einfach so weiter. Aber das ist dann, ich glaube, seit den 80ern wieder aufgehoben worden. Das heißt, die Figuren sind mittlerweile auch sehr alt zum Teil. Tatsächlich sterben manche auch, aber selbst hier, also die Frau des der Hauptfigur ist mit 105 gestorben. Die ist alles sehr langlebig. Mhm. Die Hauptfigur ist mittlerweile, glaube ich, 114 oder so. Und das Ganze hatte viele Inkarnationen dann so über die Zeit. Es gab Radiohörspiele, was ja damals immer gerne gemacht wurde. Die liefen in den, also in den 30er Jahren eigentlich so ziemlich durchgehend. Man findet auch im Internet Archive tatsächlich so ein paar Ausgaben davon. Das sind kurze Sachen, so 15 Minuten Folgen. Mhm. Man kann sich's anhören. Es ist jetzt vielleicht nicht gerade das. Es ist besserer Humor als die Witze. Aber ja, gut. Es ist ja. Es geht halt darum, wie sie so eine Tankstelle und eine Werkstatt leiten und was den Leuten so da passiert. Okay. Es gab zwei Filme. Mhm. Beide 1951. Und, also der eine hieß Gasoline Alley, der andere hieß Corky of Gasoline Alley. Das war dann, irgendwann haben die nämlich dann noch ein Kind bekommen, das hieß Corky. Und das war so beliebt, dass es sogar mal einen eigenen Sonntags-Comic-Strip hatte.
keine Ahnung, was das Thema geworden ist. Ich weiß nicht, ob er heute noch dabei ist. Aber wie gesagt, der Strip läuft heute noch. Es ist wie oft bei zum Beispiel bei Go Comics oder überhaupt im Internet findet man das in den Tageszeitungen. Ah, okay. Es ist auch heute nicht mehr so unbedingt der allerlustigste. Aber es ist okay, man kann ihn lesen. Es gibt erheblich Schlimmeres. Er hat auch im Laufe der Jahre viele Preise gewonnen. Als bester Comicstrip im Jahr 1957, 1973, 1980, 81, 82 und 85. Seitdem nicht mehr. Ja. Klingt ein bisschen wie Thomas Gottschalk. Ja. Immerhin haben die nicht versucht, eine Late-Night-Show zu machen, aber ja. Das war mein heutiger Comic-Strip. Vielen Dank, Flo. Phobos hat einen Literaturkurs mitgemacht. Und nun protzt er vor Deimos. Kennst du Goethes Faust? Aber Deimos hat auch einen Literaturkurs mitgemacht und fragt, ach, geboxt hat er auch. Weißt du, vielleicht war der Witz mit I want my mommy back gar nicht so schlimm. Ja. Ja, ich habe gestern noch mich vorbereitet auf unsere ja irgendwann mal stattfindende Horrorfolge. Jede Folge ist eine Horrorfolge. Besonders Horror. Ich habe Roy Black Filme geguckt. Oh. Mhm. Hilfe, ich liebe Zwillinge. Stand gestern auf dem Programm. Mit einer viel zu oft, viel zu leicht gekleideten Uschi Glas. Ja, ich muss sagen, ich finde, die sah auch damals nicht gut aus. Ja. Aber gut. Ich war beeindruckt, wie langweilig dieser Film ist. Und wie wenig man aus diesem klassischen Motiv dieser Verwechslungskomödie, wie wenig man da eigentlich draus macht. Oder draus gemacht hat in diesem Film. Naja, man musste ja Platz für Roy Blackley da lassen. Ich habe nur 2 Stück mitbekommen, zum Glück. Also laut Wikipedia gibt es 3. Okay. Dann habe ich das eine entweder verdrängt. Oder zu laut geweint. Oder zu laut geweint, das kann sein. Ja, nö, war gar nicht mal so gut. Dann freue ich mich sehr darauf, also nicht das zu gucken. Oh, Dela, du wirst da mitmachen müssen. Die hat das angeleiert, da musst du durch. Ja. Das Schlimme ist, ich wusste, ich habe den Film schon mal gesehen. Aber meine Frau hat gemeint, nein, den kennen wir noch nicht. Und so musste ich ihn noch mal sehen. Ach ja. Der Gerhard Höllerich. Hölle, 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 Hölle. Da bin ich sehr gespannt auf diese Folge. Oh. Ansonsten habe ich 70s Show wieder angefangen zu gucken. Ah. Diesmal auch nicht nur so als Hintergrund gedudelt, sondern wirklich mit hingucken. Und muss sagen, die erste Staffel ist wirklich noch gut. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bleibt das auch noch eine ganze Zeit gut. Nur das Ende fällt halt wieder auseinander. Ja, das natürlich. Oft. Aber ja. Ich habe inzwischen beinahe die Vermutung, dass es wirklich mehrere Punkte in dieser Serie gibt, wo man eigentlich gut aussteigen kann. Weil, was mir nicht mehr so bewusst war, in der ersten Staffel
ist der Vater zwar auch grumpy, aber grumpy und fair. Mhm. Das bricht völlig weg, je weiter ne, die Serie fortschreitet. Der zweite Punkt, wo man meiner Meinung nach gefahrlos aussteigen kann, ist, sobald die Rothaarige sich die Haare blond färbt. Verliert die Serie sofort an Reiz. Wegen der Haarfarbe. Ja. Ja. Die sieht in Blond einfach nicht gut aus. Stimmt. Ja, aber das ist gerade bei so Comedy-Serien ist das oft so, dass Figuren, die am Anfang noch irgendeinen Tick haben oder irgendeine Macke haben, wie sie so dargestellt werden, dass die später nur noch darauf reduziert werden. Ja. Das ist mir so bei King of Queens ganz extrem aufgefallen. Oh ja. Dass es am Ende ist er nur noch selbstsüchtig und verfressen und sie ist nur noch am Nörgeln. Also, das kannst du dir nicht mehr angucken. Stimmt, das ist zu real. Ja. Könntet ihr auch einen Spiegel hinhalten. Und Ach. Ich habe angefangen, Will und Grace, nicht Remake, also die Neuauflage zu gucken. Das sind dieselben Darsteller. Einfach, was weiß ich, 10 Jahre später. Helft mir kurz auf die Sprünge, ich verwechsel das, glaube ich, gerade. Die Rothaarige mit ihrem besten schwulen Freund und dessen besten schwulen Freund und dann die Angestellte, die so einen reichen Typen hat und sehr merkwürdig ist. Ja, ich verwechsel das gerade, ich kenn's, glaube ich, nicht. Ich denke schon, dass du es kennst, aber also das lief ziemlich lang. Ich weiß gar nicht, wann lief das denn? Anfang des Jahrtausends oder so? Will und Grace. 98 bis 2006, 8 Jahre lang. Und da haben sie jetzt einfach... Ich hab's verwechselt mit Grace und Frankie. Ach ja, nee, das ist ja doch was ganz anderes, ja. Nee, die haben dann halt... Da 10 Jahre später dann eine neue Staffel rausgehauen. Ich müsste die Originalserie nochmal gucken, weil ich habe die eigentlich als lustiger in Erinnerung. Aha. Irgendwie komme ich da nicht gut rein. Also der Humor der Serie hat sich nicht wirklich weiterentwickelt. Und ich weiß nicht. Also ich werde es natürlich zu Ende gucken. Und dann, naja, mal sehen. Ne, ich glaube, die habe ich wirklich nicht gesehen. Aber bei Humor, wo ich nicht so ganz reinkomme, Seinfeld. Oh, ich liebe Seinfeld. Da braucht man ein paar Folgen, um reinzukommen, aber wenn man mal drin ist, macht der echt Spaß. Okay. Vielleicht gebe ich es noch eine Chance. Vor allem, wenn du ganz am Anfang anfängst, ja, dann ist es schon ein bisschen anstrengend. Okay. Aber die haben ja im Laufe der Serie haben die ja das Angebot, einen Pilotfilm zu schreiben für eine Serie über ihn. Aha. Und dann schlagen sie auch vor, wir machen eine Serie über nichts. Also parodieren, dass einfach nichts passiert. Okay. Ja, gut, vielleicht muss man das wirklich... so im Kontext mehrerer Folgen mal gucken. Ja. Weil ich kannte bis jetzt immer nur so random Folgen. Ach, du musst dir Klassiker mal angucken, wie der Suppennazi oder sowas. Okay. Du kennst nicht den Suppennazi? Nein. Also sie sind alle vollkommen begeistert von einem Suppenladen. Aha. Aber du musst dich beim Bestellen genau an die Regeln halten. Kein Augenkontakt. Du musst genau sagen, was du willst. Nichts weiter, das Geld passend haben, bezahlen, deine Suppe nehmen, gehen. Und alle sind so vollkommen begeistert von den Suppen. Und dann geht George auch zum ersten Mal damit. Das ist ja dieser Kleine mit der Platze der Brille. Und natürlich beschwert er sich, die anderen haben Brot gekriegt, ich habe kein Brot gekriegt. Und dann fängt dieser Suppenkoch an durchzudrehen. Keine Suppe für dich, keine Suppe für dich, für deine Freunde auch nicht. Das ist eine herrliche Folge. Okay.
Ja. Wenn du es auf den DVDs schaust, die haben noch schöne Bonus-Features. Die haben so ein, also nicht Untertitel, sondern als Untertitel so Infos. Dann kriegst du, hier, das war eine Anspielung darauf, der Ja. Schauspieler hat das und das gemacht. Und dann werden da Sachen gezählt, zum Beispiel, wie oft Kramer zur Tür reinkommt, weil er immer die Tür aufreißt und reinkommt. Wie oft Jerry sagt, Hallo Newman. Und lauter so komisches Zeug wird da Okay. mitgezählt. Das ist ganz lustig gemacht. Ha. Na ja. Dann werde ich mal schauen, ob ich das irgendwo in den gängigen Strömungsportalen finde. Kannst du mal gucken. Und wenn du nicht reinkommst in die Serie, mein Gott, dann ist es halt so. Gab noch so eine Serie, die ich immer ein bisschen. Dahmer und Greg. Ja, wobei. Doch. Finde ich es auch nicht so schlecht. Ich glaube, die kriegst du ziemlich auf YouTube komplett zusammen. Okay. Ist ja. Es hat ganz nette Momente, hat manches aber auch, wo ich heute denke, das ist doch etwas. Naja. Gerade so diese esoterischen Sachen sind doch ein bisschen übertrieben. Ich bin ja immer noch so bei meinem Käfig voller Helden noch nicht ganz durch. Aber bald. Ach, ach, ach. Fliegen da Flugzeuge bei dir oder Wieso? gibt es komische Interferenzen? Also ich höre keine Flugzeuge. Ich muss bei meinem Arzt über meine Medikamente reden. Aber Glocken klingeln, oder? Nee, Ah, also beim doch, bei mir. Bei Okay. dir, okay. Bei mir ist es momentan tatsächlich jetzt ziemlich still. Ach, Flo. Ach, Schnupsi-Pups. Und sonst? Ein kleines grünes Männchen klettert an einem Barhocker hoch und hört, wie der neben ihm sitzende Mann einen anderen fragt: Warum hast du eigentlich geheiratet, Klaus? Und Klaus antwortet: Nun, das Herumsitzen in Kneipen hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Der andere verblüfft: Und warum sitzt du jetzt wieder hier? Weil es mir jetzt wieder Spaß macht. Bitte. Wir hatten ja schon mal das Thema, dass Humor sich verändert hat, aber das war früher auch nicht lustig, oder? Ich weiß nicht, es mag eine Zeit gegeben haben. Nee, nee, nee. Ach, ach, ach. Ach, ach, Ich werde was mir man. vielleicht demnächst mal Comics bestellen. Oh. Mal sehen. Was hast du denn geplant? Darüber sprechen wir ein anderes Mal. Gut, da sprechen wir gleich off-air. Okay.
Denn ich sitze ja hier an meinem Schreibtisch vor einem gewaltigen Comicstapel, den ich noch lesen muss. Mhm. Und suche immer neue Tipps. Ja gut, dann drehen wir doch den schönen Spieß mal um. Meine einzigen Comic-Erfahrungen bisher sind Mickey-Maus-Hefte, Yps-Hefte und drei Werner-Comics, die auf meinem Klo liegen. Was würdest du mir empfehlen, was zum Reinkommen total gut ist, wenn ich Superhelden albern finde? Wie stehst du denn so zu dem franco-belgischen Bereich? Also, sagen wir mal Asterix oder Lucky Luke. Stimmt, Asterix und Lucky Luke hatte ich auch mal. Ja. Und Tim und Struppi. Tim und Struppi ist nicht gut gealtert. Weiß nicht. Du kannst es gerne mal ausprobieren, aber... Fand ich eigentlich gar nicht so... Also, ich meine, gut, die ersten Geschichten sind sowieso stark rassistisch. Und aber auch von der ganzen Erzählstruktur her, das passiert, alles, was passiert, sind Zufälle. Erzähl mir nichts von rassistischen Geschichten. Ich höre jeden Abend drei Fragezeichen und lache. Du kannst ja noch schlimmer machen wie der Herr Zweikatz und hörst TKKG. Ey, so schlimm ist es noch nicht. Aber ich bin immer wieder sehr begeistert, jeden Abend, vielleicht man sich damals die Welt hat machen können. Ja. Jeder schlechte Mensch ist prinzipiell Mexikaner. Hey, Trump sieht das heute noch so. Ja, gut. Vielleicht liegt da das Problem, der hat zu viele drei Fragezeichen gehört. Ja. Aber so gerade mit Lucky Luke habe ich eigentlich ziemlich viel Spaß. Also ich habe da einen ganzen Teil der Gesamtausgabe hier stehen. Ja. Von 1900, wann ging's los? 46. Aha. Ich habe es jetzt hier bis 1998 komplett. Mhm. Doch, das ist eigentlich immer schön. Und Asterix ja natürlich auch. Klar, Asterix geht eigentlich immer. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich Lucky Luke weiterhin... Also... Ich fand es jetzt so ein bisschen albern, dass ich irgendwas gelesen habe von wegen Lucky Luke fährt jetzt Fahrrad. Ja, das ist, glaube ich, in diesem neuesten Band, wo er irgendwie nach Paris geht oder so. Also ich war irgendwie direkt an Crocodile Dundee erinnert, wenn er nach New York kommt. Aber... Ich weiß nicht. Soweit bin ich doch nicht. Ich kann dir nur nicht sagen, wie der Band ist. Okay. Ich bin tatsächlich beim Lesen jetzt erst so Anfang der 70er angelangt. Mhm. Raucht er da noch? Ich glaube ja. Das ist das Schöne an der Gesamtausgabe, die ist halt auch nicht bearbeitet. Das sind wirklich die Originale noch. Mhm. Ja, was mir persönlich auch Spaß macht tatsächlich, sind die frühen Bände der Schlümpfe. Okay. Also gerade so der erste Band mit den Blauschlümpfen und den Schwarzschlümpfen. Mhm. Das ist eine Geschichte, die vor Night of the Living Dead rauskam und ist der Prototyp des Zombie-Films. Da wird einer von einer Fliege gestochen und wird zu einem Schwarzschlumpf. Kann nur noch brummen und sabbern und beißt die anderen und die werden auch zu Schwarzschlümpfen. Das ist ziemlich cool. Abgefahren. Ja, ansonsten, also wenn du nichts gegen Disney hast, es gibt schöne Gesamtausgaben von Donald und Onkel Dagobert von zum Beispiel Karl Barks, der das ja lange Zeit geschrieben hat in den 50ern, oder auch jetzt später Don Rosa. Mhm, der hat ja zum Beispiel The Life and the Times of Scrooge McDuck, also die Autobiografie von Onkel Dagobert gemacht. Das ist eine großartige Geschichte. Mhm. Weißt du, was wir mal machen könnten? Wir könnten mal für eine Folge ein lustiges Taschenbuch, ein altes, lesen. Okay. Ich guck mal, was ich da finde. Ja, aber lustige Taschenbücher, da gibt es auch verschiedene so Unterserien. Mhm. Da gibt es die Premium. Die enthalten teilweise echt coole Geschichten. Also
Mickey Mouse als Detektiv kennt man ja. Ja. Aber so richtig als Hardboiled-Geschichte. Okay. Ich glaube, in zwei Bänden ist das. Oder in eine Serie, wo Mickey in eine, ja, gespenstische Unterwelt kommt, die über, wie heißt das? Maushausen, nee, Maustal, keine Ahnung. Die es da auch gibt. Mit einem Goofy-Werwolf und so weiter. Das sind also echt interessante Sachen dabei, die es da so gibt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ja, lustiges Taschenbuch, klar. Ich muss zugeben, also viel, was in den lustigen Taschenbüchern erscheint, ist jetzt nicht wirklich gut. Nö. Ja, ist manchmal unterhaltsam, aber nicht wirklich gut. Ja, wenn du keine Superhelden magst. Vielleicht gibt es Superhelden, die ich mag, aber meistens finde ich es irgendwie ziemlich... Ja, mit Sicherheit gibt es da auch Sachen, die dir gefallen würden. Aber also was ich ja immer empfehle, ist Strangers in Paradise, weil das einfach eine geile Story ist. Aber da können wir vielleicht irgendwann anders auch mal drüber reden. Das dauert vielleicht länger. Ja, oh, es gibt so viel. Mehr eine Serie oder mehr eine Graphic Novel? Graphic Novel ist in sich geschlossen und mit einem Band fertig, oder? Ja, nicht immer, aber eher so. Also für mich ist der Unterschied eher so, das eine ist ein Film, das andere ist eine Serie. Nur halt zum Lesen. Okay, dann glaube ich eher so filmmäßig. So für den Anfang zumindest, weil mir, glaube ich, die Geduld fehlen würde, mich über mehrere Episoden da dran zu dingseln. Wie bei mir bei Serien immer das Problem ist. Ja, gut. Es gibt ja auch Miniserien, die jetzt nicht unbedingt so besonders umfangreich sind. Ich habe hier zum Beispiel liegen A Grizzly Shark. Da geht es um genau das, was der Titel sagt. Aha, aha. Ja, also komplett bekloppt. Ja. Ich habe hier aber auch Sachen liegen wie der 6-Millionen-Dollar-Mann. Da sind einige interessante Comics erschienen in den letzten Jahren dazu. Mhm. Oder die klassischen Hanna-Barbera-Cartoons, also Familie Feuerstein, die Jetsons, Scooby-Doo. Da hat DC seit einigen Jahren das Ganze neu interpretiert und bringt das raus. Scooby-Doo als Scooby-Apocalypse. Richtig in der Endzeitwelt. Okay. Tatsächlich zu dem Besten, was ich in den letzten Jahren gehört habe, hat die 12-teilige Familie Feuerstein-Serie gehört. Das war eine richtig gut gemachte Sozialkritik und sehr lustig. Da war alles mit drin. Religionskritik und... Also es gibt schon schöne Sachen. Ach ja. Na, dann. Ja. Gibt es zwei Möglichkeiten. Punkt. Komma. Strich. Semikolon. Raute. Ausrufezeichen. Hochkomma. Eckige Klammer links. Tilde. Unterstrich. So. Dann werde ich wohl meinem lokalen Comicbuchhändler mal einen Besuch abstatten. Da werde ich dann mal hingehen. Dann mach das. Ja.
Ja, es gibt da wirklich viel Schönes. Was ich hier liegen habe, ist zum Beispiel eine Comic-Adaption von Hunter S. Thompsons Fear and Love in Las Vegas. Was ich von den Klassikern auch noch angefangen habe, da gibt es jetzt eine neue Ausgabe in Deutschland, Clever und Smart. Ach was. Ja. Die sind neu übersetzt jetzt, was jetzt da erscheint. Ja. Yeah. Was, glaube ich, auch hilft, dass es ein bisschen lustiger ist. Ich glaube, das ist auch früher mit Humor übersetzt worden, der nicht mehr so ganz passt. Mhm. Aber es ist echt ganz okay, also freut mich. Werde ich weiter. Ja, dann. Ach ja, ich hätte mal wieder Lust auf sowas wie Spion und Spion. Da gibt es, glaube ich, schöne, dicke Gesamtausgaben. Spion und Spion. Bei Amazon. Mads Meisterwerke. Mit dem Gesamtwerk von Antonio Bruias oder so ähnlich. Kostet natürlich ein Schweinegeld. Ja, aber es ist eine Gesamtausgabe. Deutsch gibt es auch in Englisch. Ja. Die habe ich schon länger auf meiner Liste, aber irgendwie habe ich mich da noch nie wirklich dazu durchgerungen, mir diese Matt-Sachen zu kaufen. Ja. Die haben auch andere, also die großen Meister wie Don Martin und so weiter, haben sie da alles. Woran merkt man, dass der Teilchenphysiker in Spe am Rechner sitzt? Ich suche dich nach Spion und Spion, sondern nach Pion und Pion. Ach Gott, ach Gott. Und wunderlich, weißt du? Aber wenn du so eine englische Ausgabe willst, Spy vs. Spy, Danger, Intrigue, Stupidity, kannst du teilweise gebraucht für einen Fünfer oder so kriegen. Also, ja. Das geht schon. Spion und Spion. Aha. Auf die Liste. Wo ist diese Liste? Wenn wir eine öffentliche Liste hätten, könnten unsere Hörer dir was schenken. Ja, das mag sein. Machen sie eh nicht, aber sie könnten. Das könnte ich nicht verkraften. Gebraucht kaufen für 7 Euro weniger als neu. Ja, sicher. Ja, nein. Aber wo ich gerade gezeichnete Dinge vor mir habe, auf meiner Liste steht auch noch. Moment. Auf deiner Liste steht, Moment, ich bin gleich wieder so. Du hast eine coole Liste. Sag mal was, Flo. Penis? Was Längeres? Dein Penis. Danke. Steht auch noch hier Dings. Ah! Biberbrüder und Ren und Stimpy. Genau. Also Ren und Stimpy habe ich auch hier. Biberbrüder steht auch auf meiner Liste. Auf meiner Liste steht übrigens auch ganz oben ein Film, den ich dir irgendwann mal vorstellen werde, wenn ich ihn habe. Santa Claus Conquers the Martians. Da wird der Weihnachtsmann von Marciana entführt.
aus den 60ern. Ja, ja. Ich habe übrigens auch draufstehen, Tsunami. Angriff der Zombie-Bienen. Nach Sharknado gibt es jetzt also 10 Tsunami. Ich habe gerade geschaut, es gibt Ren und Stimpy als Director's Cut. Für einen vertretbaren Preis. Und als Uncut für einen nicht mehr vertretbaren Preis. Aber es gibt Ren und Stimpy die komplette Serie auf, also SD auf Blu-ray. Ja. Yeah, okay. Gebraucht für 18,26. Okay, ich habe es jetzt als DVD geschaut. Mhm. Und da sind wir bei 50 Euro für, ja, für den Director's Cut und 90 für Uncut. Ja, das sehe ich gerade. Ja gut, das 90 war so eine, die hatten mal so Spezialboxen. Das waren so, ja, Riesenboxen mit, was weiß ich, Postern und Bierdeckeln und Postkarten und so Zeugs. Aha. Die Bieber-Brüder auch für knapp 20er. Vielleicht. Ich pack's mal auf die Liste. Also was ich von diesen Klassikern habe, oder habe ich die Bieber-Brüder schon? Ich habe die Bieber-Brüder schon. Aber Cat Dog habe ich noch nicht. Ah. Und natürlich so Klassiker wie Roccos modernes Leben. Hey Arnold. Zu Roccos modernes Leben kann ich nicht viel sagen. Ich bin immer dabei eingeschlafen. Es ist auch jetzt nicht die aufregendste Serie. Ja, packen wir es mal auf die Liste. Nein, Rocco habe ich ja. Und es gibt Weihnachten mit Nicktoons. Okay. Das ist, sind Weihnachtsfolgen drauf zu Ren und Stimpy, Roccos modernes Leben, Monsters, die Bieber-Brüder, Hey Arnold, Cat Dog, Invader Sim, was ja auch eine geile Serie ist. Ja, das habe ich völlig verdrängt. Genau, und Jimmy Neutron. Oh, also Invader Sim gibt es auch günstig eigentlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die komplette Serie. Ich glaube, ich habe diese Weihnachts-DVD. Vielleicht schicke ich dir die mal und dann machen wir daraus eine Weihnachtsfolge. Vielleicht auch nächstes Jahr, aber... Ich brauche einen Blu-ray-Player. Oder ein Blu-ray-Laufwerk oder irgendwas, was blaue Strahlen macht. Das ist echt unangenehm. Ich höre mich selber auf dem Monitor überhaupt nicht. Hallo. Ah, jetzt höre ich mich. Hallo. Hallo. Ja, ich musste meinen Monitormix ein bisschen anpassen. Bin ich jetzt? Ah, ja, jetzt höre ich mich. Oh Gott. Oh, Duck, the complete Nickelodeon series. Oh. Für 106 Euro. Nein. Danke, nein. Ja. Erleben Sie live, wie Flo und Hendrik ihr Weihnachtsgeld auf den Kopf hauen. Das Schlimme ist, ich habe ganz viel von dem Zeug, was da angezeigt wird, schon. Was ist das denn? Disney's Peppa Ann Soccer Sensation Taschenbuch. Was? 216,45 Euro. Das muss ein wirklich gutes Taschenbuch sein. Ich werde es nicht ausprobieren. Ach, haben wir denn heute noch was? Ach, ich weiß nicht, ich glaube nicht.